Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de. Ich bin Recep Yıldız, spiele auf der Linksverteidigerposition. Und heute tippen wir den 8. Spieltag, Kreisliga B, Staffel 1. Ich bin der Emre Hendem vom JSV, Stürmer. So, Pol 2 gegen Ehrenfeld. Also Ehrenfeld hat sich heute geschwächt, also ich denke ein 2-1 für Pol 2. Pol 2 habe ich auch mal gesehen, wie die spielen. Ich denke, die werden das so 3-1 gewinnen. So, Woring 2 gegen Südwest. Ich sag 4-2 für Südwest. Ja, ich auch. Südwest ist eine eingespielte Truppe. Ja. Weiler Volkhoven gegen Borussia Kalk 2. Weiler Volkhoven, starke Mannschaft. Also ich denke mal 2-0 für Weiler. Ich denke, da kommt ein Unentschieden raus. Holen 3 gegen FSV Köln. Ich denke 3-1 für Holen. 3 Tore Serdar Yıldız. Serdar spielt aber FSV, ne? Ist doch FSV. Achso, ja. Dann tippe ich auch auf 3-0 für FSV. Nippes 12 gegen Auweiler Esch. Ich denke, Auweiler Esch wird 4-2 gewinnen. 3-1 Esch. Grünweiß Nippes Altengrad. 4-1 Altengrad. Grünweiß Nippes ist zu Hause eigentlich stark. Deswegen könnten die da mal einen Unentschieden rausholen. Schwarz-Weiß gegen Blau-Weiß 2. Boah, Schwarz-Weiß sehr stark. Viele Kollegen, die da spielen. Also ich denke mal 8-2 für Schwarz-Weiß. Ja, wird auf jeden Fall schwer für Blau-Weiß 2. Ja, auch so 7-0 oder sowas. Ja, und wir JSV gegen Fort Niel. Also so wie wir heute gespielt haben, wenn wir so Sonntag spielen, denke ich, dass wir da auf jeden Fall die 3 Punkte mitnehmen. Und deswegen tippe ich so auf 4-1 oder ja, 4-1. Ich denke, wird ein knappes Spiel, aber für uns 3-1. Für uns 4-2. Ja. So, das war der 8. Spieltag der Kreisliga B und wir wünschen euch einen schönen Abend. Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de.